herzlich willkommen. Ihr seid in Steffis Duftlädle-Kanal. Ich bin die Steffi Strassner, eure unabhängige Sensi-Beraterin. Und wir legen gleich los mit der nächsten Mini-Duftlampe. Die ist 11 cm groß, ist aus Keramik und ich hole sie euch jetzt mal hier vor, weil hier steht sie schon. Ich habe sie ein bisschen aus dem Bild rausgestellt. Und die ist so süß, Leute. Die ist so nett anzuschauen. Die ist so liebevoll gemacht. Die ist einfach toll. Schaut euch das mal ein bisschen an. Ich hole sie euch ganz nah dran. Ich bin eigentlich auch kein Fan von Lampen mit Aufschrift, aber in dem Fall ist dieses kleine Häuschen sowas von schnuckelig und toll gearbeitet. Mit der Türöffnung, mit dem Fenster hier, dass das da ruhig draufstehen darf für mich. Und schaut mal, hier an der Seite sind auch nochmal zwei kleine Fenster eingearbeitet, wie auch auf der anderen Seite. Und das Ornamentmuster am Haus ist total nett und der Schornstein voll schnuffig. Im hinteren Teil, da legt ihr euer Wachs rein. Ich hole es euch nochmal näher ran. Also ihr seht das, so sieht das dann aus. Wir schrauben jetzt die Lampe hier auf den vorbereiteten Wandstecker drauf. So, und ihr seht, so sieht das dann aus. Ihr könnt diese Lampe wie immer auch als Tischbase bestellen. Das ist auch möglich. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch auch mal zeige, wie farbige Glühbirnen in solchen Lampen aussehen. Hier hinten seht ihr das ein bisschen, es ist ein bisschen noch zu hell dafür. Da ist jetzt eine grüne Lampe drin. Ich mache gleich mal kurz das Licht aus. Dann könnt ihr es vielleicht ein bisschen, nein, ihr könnt es nicht ein bisschen besser sehen, weil es ist hier eigentlich noch hell genug. Ich bräuchte gar keine weitere Beleuchtung. Ich glaube, wir lassen das jetzt auch so. Dann hole ich die gleich nochmal nach vorne mit der bunten Glühbirne. Aber ich wollte euch das Häuschen natürlich auch noch mit Beleuchtung zeigen. Und aus dem Fenster strahlt es mich schon an, das Licht. Ich hole es euch ein bisschen näher ran, damit ihr sehen könnt, wie es aussieht, wenn es beleuchtet ist. Das Dach ist dunkel. Und das Haus leuchtet. Ja, jetzt hat es die Kamera gepackt und scharf gestellt. Und hier auch nochmal der Versuch. Wie gesagt, 11 cm hoch. Das ist eine Keramik als Lampe. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir tauschen das einfach ganz schnell aus. Dann könnt ihr euch das Häuschen auch nochmal in grün ansehen. Ich finde, das gibt diesen Häusern auch nochmal, oder den Lampen besser gesagt, auch nochmal einen ganz anderen Farbverlauf. Die kommen dann nochmal ganz anders rüber, wenn man mal eine bunte Lampe ausprobiert. Und wir haben ja wirklich so viele Farben von Gelb, Orange, Grün, Rot, Blau, Lila, gibt es ja alles. So, liebe Steffi, so funktioniert das nicht. Man muss es drehen. Da haben wir wieder die Funktion, dass man den Stecker drehen kann. Und jetzt passt mal auf. Ja, ihr seht in dem Licht nicht viel. Ich hänge euch heute noch ein Foto dran. Aber hier könnt ihr sehen, dass es grün ist, wenn es die Lampe denn einfängt, meine Kamera bzw. einfängt. Es geht leider nicht so gut im Video zu zeigen, aber wie gesagt, ich knips euch noch gleich ein Foto und hänge es hier irgendwo ins Video rein. Von daher, Take Me Home ist die Lampe, 35 Euro als Wandstecker und 50 Euro als kleine Tischlampe. Es passen immer eins oder zwei unserer Wachswürfel hinein, ja, die dann das ätherische Öl durch die Glühbirne erwärmen, was in diesem Wachs eingeschlossen wird und eingearbeitet ist. Und dann beginnt euer Raum zu duften nach dem entsprechenden Lieblingsduft von euch. Ich habe hier schon den
Duft des Monats März in der Hand. Dazu gibt es ein extra Video, wo ich euch dann darüber informiere. Und da steht auch schon die Lampe des Monats März. Da gibt es, wie gesagt, ein extra Video zu. Dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Abend und ich hoffe, ihr habt euch genauso hier in dieses kleine Häuschen verliebt wie ich. Und wenn es euch gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr das genauso süß findet. Und ja, wie gesagt, macht's gut. Tschüss!